Ich habe heute mein nächstes Video für den Videro G3S am Start. Und zwar möchte ich ganz klassisch Spare Ribs nach der 3-2-1 Methode auf dem Videro machen. Und das möchte ich im Video festhalten, möchte ich mal zeigen, wie gut das dann auch klappt, obwohl es nur ein Dreibrenner-Grill ist. Ja, loslegen werde ich heute erstmal mit dem Rubben von den Ribs und wie das geht. Und mit Silberhaut entfernen und so weiter, das haben ja schon ganz viele andere Leute im Internet auch gezeigt. Deswegen werde ich das nicht kommentieren und werde dann einfach nur ein Zeitraffer-Video laufen lassen, wenn ich das mache. Dann kommen sie über Nacht in den Kühlschrank und gegrillt werden sie dann morgen. Ja, also ein Tag später, es ist Sonntag, ich habe den Grill jetzt schon mal vorbereitet zum Räuchern. Ich mache mal auf. Ich habe jetzt hier die Roste etwas nach links verlegt, habe mein Thermometer angestöpselt, um die Temperatur im Garraum nochmal zu überwachen. Ich vertraue da nicht nur dem Deckelthermometer, sondern auch dem Funkthermometer und habe jetzt hier unter dem Brenner, ich kann es mal zeigen, habe ich eine Räucherbox, das ist die von Rösle. Die habe ich jetzt befüllt mit Apfelholzchips und die wird dann direkt hier auf den Brenner draufgestellt, dann wird der Brenner gestartet und dann, wenn es anfängt zu rauchen, werde ich dann den Brenner runterregeln. Eventuell werde ich ihn da mit dem Trick arbeiten, um ihn noch ein bisschen kleiner zu regeln als normal geht, den ich bei einer der letzten Videos schon gezeigt habe. So, und als nächstes werde ich jetzt den Grill dann mal vorbereiten bzw. vorheizen. Ich möchte so zwischen 110 und 130 Grad möchte ich Temperatur erreichen, damit ich dann schön räuchern kann. Eine Stunde lang räuchern und dann die letzten zwei Stunden lasse ich dann ohne Rauch dann noch bei der gleichen Temperatur die Ribs drin. Die kommen dann auf so einen Deckelhalter, den kennt man ja von anderen Videos auch. Und dann funktioniert das ganz gut. Dann hole ich mal die Ribs. So, ich hab den Grill angemacht und keine, zwei Minuten später fängt es auch schon an zu qualmen und zu räuchern. Deswegen werde ich die Ribs jetzt schon mal aufsetzen und danach noch die Temperatur auf 110 bis 130 Grad einregeln. Also so sieht es jetzt aus. Die Rippchen sind drauf und jetzt wird mal geräuchert. Da ist mir doch gerade noch was aufgefallen. Ich habe ja hier links den Brenner noch an. Den werde ich jetzt, ich werde die Rippchen versuchen, so weit wie möglich in die Mitte zu schieben, dass sie so wenig wie möglich unter dem Brenner, der noch an ist, liegen. Das kann ich einfach machen, indem ich den kompletten Rost ein bisschen in die Mitte schiebe. Und so ist der Brenner hier an, aber die Rippchen sind nicht im direkten Bereich, sondern indirekt. Und so sollte das klappen. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe den Grill jetzt dann doch mehrmals wieder umregeln müssen und die Räucherbox auch direkt über den Brenner wieder runter tun müssen, weil es dann doch ein bisschen Feuer gefangen hat gleich und es ist so ein bisschen schwierig noch. Es ist das zweite Mal, dass ich was räuchere, auch mit dieser Räucherbox auf dem Gasgrill. Ich werde da noch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln müssen, damit das perfekt klappt. Und trotzdem glaube ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang versuche ich oder räuchere ich schon. Ich gucke dann halt immer ein bisschen, dass es nicht Feuer fängt und dann mache ich es wieder runter, aber da muss ich noch eine gute Lösung mir überlegen, wie man gut räuchern kann. So, gut drei Stunden sind rum. Wir schauen mal rein, wie die Rippchen aussehen. So sehen sie mittlerweile aus. Sie haben etwas Rauch abbekommen und als nächstes werde ich sie jetzt mal hier in die IKEA Konsistform stellen. Ich werde da einen halben Liter Bier reinkippen und werde eine zweite Konsistform oben drauf stellen und dann werden wir die Rippchen anfangen zu dämpfen, damit sie sich schön saftig nachher vom Knochen lösen können. So, den Grill habe ich wieder umgebaut, dass wir jetzt hier in der Mitte auf den indirekten Bereich die Schale draufstellen können. Den Brenner rechts und links, den mache ich jetzt an. Wir wollen jetzt eine Temperatur von über 100 Grad haben, damit das Bier, was ich jetzt hier reinkippen werde, anfangen kann zu kochen und eine Dämpfphase stattfinden kann. Zwei Stunden lang möchte ich dämpfen und dann gucken wir mal, nach zwei Stunden, wie es dann aussieht. Dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Passt sehr genau drauf. Und dann habe ich hier unten noch meine Gussplatte. Die lege ich noch als Beschwerung drauf und dann kann es jetzt gleich losgehen. So sieht es am Ende aus. Die Gussplatte beschwert noch ein bisschen die obere Schale. Die beiden Brenner rechts und links sind eingeschaltet. Und jetzt lassen wir den Grill mal wieder auf Temperatur kommen. Zwei Stunden später. Ich habe jetzt schon mal die Konsistschalen aus dem Grill rausgeholt, weil jetzt wollen wir mal reingucken,
wie das Fleisch geworden ist. Moment, ich lege euch mal kurz nebenhin und hole euch gleich wieder dazu, wenn ich den Deckel abgemacht habe. So, da sind wir wieder. Also ich würde schon mal sagen, das Fleisch ist relativ saftig geworden. Man sieht, wie das Fleisch sich von den Knochen weggezogen hat. Und jetzt kommen sie nochmal auf den Grill und werden glasiert. Beim Glasieren kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also diese Grips waren im Nachhinein dann doch nicht so saftig, wie ich es erhofft hatte. Ich weiß auch, woran es lag. Ich habe mein Funkthermometer relativ weit vorne am Grill befestigt und hatte da dann eine Temperatur von 120 bis 130 Grad gemessen. Allerdings war es im Grill dann doch etwas wärmer, eher 150 Grad. Aus dem Grund sind sie wahrscheinlich die Grips dann doch nicht so saftig geworden. Das nächste Mal werde ich das Thermometer weiter oben machen. Und dann werden die mit Sicherheit saftiger werden. Hier sieht man jetzt nochmal das Endergebnis. Ich habe auch gleich zum Anbiss habe ich nochmal ein kleines Video drin. Und sie waren trotzdem sehr lecker und waren trotzdem auch richtig durch, beziehungsweise gingen vom Knochen ganz gut ab. Aber das nächste Mal werde ich natürlich auf die bessere Temperatur achten. Ja, das war's für heute. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis bald.